Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ori and the Will of the Wisps. What the fuck, Leute? Die letzte Folge kam am 5. April 2020, ist also genau 13 Monate her. Aber ja, ich spiel's jetzt noch zu Ende. Wir haben schon 41% von Spiel geschafft nach 6 Stunden, von dem her, let's go, was auch immer. Ich weiß wirklich gar nichts mehr. Ich habe jetzt auch nicht wieder reingeschaut. Ich weiß die Story gar nicht mehr richtig. Ich glaube, wir hatten einen kleinen Kuro und der wurde entführt und den haben wir wiedergefunden. Als letztes haben wir, glaube ich, gegen die Spinne gekämpft. Okay, so. Ich habe selber nicht dran geglaubt, dass wir doch mal irgendwann Ori spielen, aber wir tun's jetzt. Wie komme ich auf die Karte und wie geht überhaupt irgendwas? Auf jeden Fall danke schon mal an den Psy, dass ich seine Bibliothek wieder verwenden durfte und mir Ori nochmal ausleihen durfte nach diesem Jahr. So, ich habe gar keine Ahnung, was wir machen sollten. Okay, wir sollen zwei Irrlichter finden. Das klingt gut. Wie sehen Irrlichter in dieser Welt aus? Da, das da ist ein Irrlicht. Okay, dann gehen wir dahin. So, alright, das war richtig der Krampf, hier hinzukommen, aber ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr im Spiel dran. Also man kann hier so ausweichen und ich habe meine Fehler wiedergefunden. Und ich weiß jetzt, dass man hier mit dieser Fähigkeit an Sachen rangehen kann. Und ich habe hier so ein komisches Rad, wo ich mir noch andere Fähigkeiten geben kann. Okay, hier liegt jemand Totes. Ist das? Wie hieß der nochmal? Unser Freund? Nori oder so? Okay, ja, das erinnere ich mich. Unser Freund Waka Waka Bugu Bugu liegt hier auf jeden Fall rum. Und hier war doch, glaube ich, dieser komische Frosch, oder nicht? War der nicht auch hier oder war... Hä? Moment, was steht denn da? Als die Weide starb, wurden ihre Lichter über das ganze Land verstreut. Ich soll Irrlichter finden, damit wir unseren Freund hier wieder retten können. Das heißt, ich bin ganz umsonst gerade hier hingelaufen, ja? Und wir gehen zum Berg. Da gehen wir hin, da will ich hin. Ja, ja, okay. Gehen wir zum Berg. Let's go! Okay, Leute, pass auf. Da oben ist der Berg, ich bin hier unten. Angeblich führt ja dieser Weg hier hoch zum Berg. So, ich komme da auf normalen Weg nicht hoch. Ich wüsste, wie ich hochkomme, nämlich so. Aber eigentlich dürfte ich hier gar nicht sein, I guess. Ich wüsste nicht, wie ich hier sonst hochkommen sollte. Wir machen das jetzt einfach mal trotzdem, weil ich sonst gar keine Ahnung habe, wo ich eventuell hin soll. Wir gehen hier zum Berg, auch wenn ich da nicht hin soll. Sieht schon mal gut aus, hier waren wir anscheinend noch nicht. Das ist doch schön. Naja, fall du mal runter. Ihr könnt alle so viel runterfallen, wie ihr wollt. Ich habe genug Leben. Früheres Dizzy, vor ein Jahr Dizzy, hat genug Leben gesammelt, dass ich das hier alles überlebe. Oh, das erinnert mega an den alten Ori-Teil. Da gab es auch so einen Pfad hier. Ich krieg sogar gleich eine Errungenschaft. Ja, geil, jetzt habe ich noch mehr Motivation. So, wo geht's jetzt so richtig weiter? Excuse me, wofür brauche ich diese Dinger? Hier brauchen wir vier Teile. Ich habe nur drei. Ist das vierte Stück vielleicht hier oben? Das wäre richtig knorke. Hier geht's nicht weiter. Wo ist das vierte Stück? Da ist das vierte Stück. Okay, hole ich mir. Das schnapp ich mir. Gar nicht gut versteckt. Ich als Federviech. Bada, bada. Und wieder zurück zur Tür. Muss aber sagen, das Spiel steuert sich verdammt gut. Sag ich mal so. Wieso habe ich das denn überhaupt abgebrochen? I don't know. So, lasst uns neue Sachen erkundschaften, wo ich noch gar nicht sein dürfte. Portal activated. Bitte, Portal, rede mit mir. Nee, eine Geisterprüfung will ich nicht machen. Das waren irgendwie solche komischen Wettrennen, ne? Hier ist nur eine Geisterprüfung, das bringt mir gar nichts. Aber hier... Achso... Nee, hä? Ich komme hier nicht weiter hoch. Ich muss hier erst das Eis wegmachen, I guess? Und so weit bin ich noch nicht? So will das Spiel mir sagen, dass ich hier noch gar nicht sein darf? Alles klar, ich mache hier so viele unnötige Sachen. Wow. Ja, hier ist überall Eis. Okay, also Eis ist böse, Eis lässt mich nicht durch. Hier ist auch ein netter Kollege oben. Guck. Oh, er ist richtig der Liebe. Ich mag ihn voll. Okay, also hier soll ich nicht sein. Let's go. Dann probiere ich jetzt... das Paradies hier zu kommen. Die Aufnahme geht schon 20 Minuten. Ich habe noch gar nichts hinbekommen. Aber ab hier ist jetzt, glaube ich, alles neu, Leute. Ab jetzt geht's hier richtig ab. Okay, ich kann diese komischen Sauerstoffbläschen mir nehmen. Das ist doch schon mal toll. Und ich kann schneller schwimmen, weil... geht. Was ist das denn für ein ekliges Viech? Und da kommt man nicht durch. Ah ja, okay. Ja, wir sind jetzt in der Unterwasserwelt. Und jeder weiß, Unterwasserwelten in Spielen sind richtig geil. Jeder liebt Unterwasserwelten. Kann hier bitte nochmal so eine Blubberblase kommen? Das wäre richtig schnorke. Da unten war irgendwas. Ich brauche erstmal Luft. Ach, ja, hier sieht es tatsächlich sehr schön aus. Nein, waren wir hier nicht schon mal? Oh nein, safe waren wir hier schon mal. Hier habe ich doch davon erzählt, dass das richtig cool sein soll, wenn man ertrinkt und so. Ich glaube, ich sollte dieses Spiel lieber im Stream spielen. Kann das sein? Damit Leute, die dieses Spiel dann schon mal gespielt haben, mir weiterhelfen können? Wäre das eine Idee? Wir fahren jetzt erstmal mit dem witzigen Mühlending hier rum und gucken, ob uns das vielleicht weiterhilft. Naja, Mühlen haben schon immer mein Leben bereichert. Da oben, das sieht doch gut aus. Bringt mir das was? Hallo, ich würde gerne einmal da hoch, danke. Okay, das ist doch ein Hinweis. Oh, das funktioniert. Es funktioniert. Leute, neuer Weg. Hä, hatten wir, als wir das letzte Mal hier waren, noch keine Feder?
Als das Licht der Weide zerbrach, fiel die Kraft des Waldes hier nieder. Ihre Präsenz schützte die Seen vor dem Verfall. Dafür müssen sie bald finden, Ori, oder ihr Licht wird verloren gehen. Nein, nicht das Licht. Bitte mach nicht sowas. Das wäre wirklich toll. Jetzt sind wir den Luma-Seen. Ab hier ist alles neu. Okay, geil. Hat nur eine halbe Stunde gedauert, bis ich den richtigen Weg gefunden habe. Hallo, kleiner Freund. Mucki, Mucki. Hast du Cola gesehen? Ich habe gehört, dass er zu dem Luma-Seen gekommen ist. Aber ich finde ihn nicht. Das Gebiet ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Klar, den Quollock. Stimmt, das Quollock war dieser komische Frosch. Ja, der Frosch. Das war Quollock. Hier schon wieder zu. Ich fasse es nicht. Überall werden einem Steine in den Weg gelegt. Fiese und gemein. Fiese und gemein. Au, das ist auch fiese und gemein. Hier ist alles fiese und gemein. Toll, jetzt geht's hier auch schon wieder nicht weiter. War Quollock böse? War Quollock lieb? Wieso ist Quollock abgehauen? Wollen wir Quollock irgendwas sagen? Oh, ich habe gar keine Ahnung mehr. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Kannst du mir bitte helfen, da nach oben zu kommen? Das wäre richtig Knorke. Vielleicht dann mit der Blubberbläse. Kriege ich noch eine Blubberbläse? Ich hätte gerne noch eine Blubberbläse. Bitte geben Sie mir noch eine Blubberbläse. Da ist die nächste Blubber. Jo! Ach, das ist schön. So, und so kommen wir doch garantiert da irgendwie rüber. Ich nehme auch gerne den Damage mit. Damage Boost auf die andere Seite. Und damit machen wir das Tor da unten auf. Okay, jetzt. Wir sind auf Track, Leute. Wir sind auf Track. Ab jetzt geht's ab. Okay, oben, unten. Gewinner gehen wie immer nach oben. Deswegen gucken wir uns natürlich erst oben um. Und hier haben wir so ein Dreieck-Ding, das ein bisschen aussieht wie ein Onigiri. Ein Gorlek-Erz, natürlich. Apropos Onigiri, Leute. Ich habe mir heute das erste Mal selber Onigiris gemacht. Die, aua! die haben nicht wirklich gut zusammengeheftet, aber sie haben gut geschmeckt. Und das ist die Hauptsache. Da komme ich schon wieder nicht weiter. Ja, geil. Wisst ihr, was Onigiris sind? Das sind diese Reistaschen. Ja komm, wir hacken einfach. Let's go. Ja, diese Reistaschen, die Chihiro auch in Chihiros Reise ins Zauberland gegessen hat und dabei geweint hat. Hallo Tok. Tok hat keine Karte für mich. War das nicht dieser Kartenfutzi? Keine Ahnung, ey. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn ich hier nicht mehr alles weiß. Da ist ein Speicherpunkt, an den ich nicht rankomme. Oh nein, es wird wirklich ein Wasserlevel, oder? Es wird einfach wirklich ein Wasserlevel. Offen? Why? Ist das... Ach, man muss die Dinger hier aktivieren. Ja, yeah, I see, I see. Jetzt das Ding hier? Dann wird das da oben... Hey! Oh, das ist unfair. Nein, ich will nicht ertrinken. Bitte lassen Sie mich nicht ertrinken. Den hier muss ich mitnehmen und dann ganz schnell wieder zurück. Und ich bin hier oben. Let's go. Da, ich habe euch alle vernichtet. Ihr gemein, fiesen Pflanzen der Unterwasserwelt. Und weil wir das Wasser abgelassen haben, können wir jetzt hier den Speicherpunkt nehmen. Nice. Los, komm mit, mein kleiner, komischer Beyblade-Freund. Hier, mach hier oben mal auf. Geht das? Das kann er. Ach so. Und was bist du? Ultrastoß an... Man findet einfach Angriffe in der Welt? Ach so, ja stimmt. Man konnte seine Fähigkeiten irgendwie verbessern, ne? Ach, das gibt's ja auch noch alles. Oh Gott, das habe ich ja ganz verdrängt, dass es das in diesem Spiel gibt. Müssen wir jetzt so ein Torpedo wirklich bis ganz nach oben leiten? Das fände ich ein bisschen komisch, aber wir probieren es einfach mal. Kommen Sie mal bitte mit. Ohne, dass ich im besten Falle ersticke. Das wäre... Oh ja, doch, das funktioniert. Wenn der mir jetzt noch eine... Nein, Blubbi, Blubbel! Blubbel! Ahoi! Und... Das hat funktioniert. Oh, ich bin so smart, ey. Big Brain 3000 einfach. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. Blubbel! So, und was haben wir hier? Hier wohnt bestimmt jemand. Guten Tag. Wohnt jemand auf diesen verlassenen... Oh, ist das ein Boss? Mr. Krabs! Mr. Krabs, wie geht's Ihnen? Ich habe leider kein Geld dabei für Sie. Ja, da sind Sie wütend, ne? Ohne Geld keine Kröten. Hä? Oh mein Gott, ein zweiter Mr. Krabs. Mrs. Krabs. Wo ist Mr. Krabs eigentlich verheiratet? Leute, wisst ihr Bescheid, ob er verheiratet ist? Weil ist ja schon ein cuter Boy, ne? Spucken Sie mich nicht an. Das ist unhöflich. So, und wie ich solche Dinger hier kenne, müsste doch da oben bestimmt wieder irgendwas versteckt sein. Ja, da ist tatsächlich was versteckt. Gucken wir uns später einmal an. Zunächst müssen wir noch ein paar Mal sterben. So, da oben soll ich anscheinend auch erst später hin. Aber ist mir egal. Beförderung, die Energieernte. Okay, wir machen den Geisterschwall weg und packen dafür die Energieernte rein. Let's go. Was haben wir hier unten? Wir können hier wieder irgendwas öffnen. Da oben kommen wir nicht hin. Das sei denn, wir kriegen einen Torpedo. Oh, okay, das ist nicht so nett. Kleiner Stein. Das ist nicht nett. Nein, nein. Okay, ausgespäht. Und jetzt folgt der richtige One. Njong. Njong. Wir haben hier überall diese lilanen Dinger, aber nirgendwo einen Torpedo. Doch, da ist ein Torpedo. Torpedo, kommen Sie bitte mit. Und alle. Ja. Nice. Alter, der springt halt wirklich so richtig krass weg als Torpedo, ne? So, bitte kommen Sie noch einmal mit. Ich brauche Sie noch woanders.
Hoffentlich sterbe ich nicht, während ich das hier versuche. Nein, okay, hat alles super dupi funktioniert. Und wir kriegen die Karte, Leute. Die Karte von Mr. Lupo. Lupo, Lupo, Lupo. Nimm ich. Arschnack. Du bist mir auch so ein Arschnack. Oh, endlich sehe ich mal Sachen. Geil. Hier hatten wir jetzt auch noch eine neue Tür aufgemacht. Muss ja an sich irgendwas bringen, nicht wahr? Hallo? Klein Ori hier. Da ist er ja. Der Quollog ist hier. Oh, hallo mein Kleines, es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist schon lange her, seit ich meine Höhle zuletzt verlassen habe, doch du hast mir Hoffnung gegeben. Die Kraft des Waldes ist nahe und noch etwas anderes, ein vertrauter Gestank. Ach, die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden widersprechen, wenn wir das Irrlicht gefunden haben. Bis dahin gehe ich meinen Wege ins Wasser zurück. Suche mich nicht, Ori. Suche nicht nach mir. Na gut. Tschüss. Tschüss, Quollog. Bist ein sehr netter. Weil so eine Stimme hat Ori in meinem Kopf. Nein. Hui. So, du kannst mir nicht erzählen, dass da oben nichts versteckt ist. Also wenn hier nichts versteckt ist, dann soll mein Name nicht mehr Disso von Schmisso heißen. Hier oben ist tatsächlich nichts versteckt. Alles klar. Ein Glück hieß ich nicht Disso von Schmisso, sondern Dissidus heiße ich natürlich. Weiß man doch. So, was geht denn sonst noch hier ab? Quollo... Au! Das tut doch weh. Quollog hat zwar gesagt, wir sollen ihm nicht folgen, aber ich als rebellisches Kind höre natürlich nicht auf ihn. Das war echt gemein hier gerade. Fällt das Ding da einfach... Ah! Hä? Ich komme da nicht dran vorbei. Oh, die... Das verstehe ich jetzt nicht. Kann ich hier irgendwie austricksen? Nee, hä? Ich komme da ja niemals vorbei. Ich muss hier das Wasser irgendwie ablassen, dass ich da vorbeikommen kann. Weil, warte, kann ich unter Wasser so eine Stoßattacke machen? Nee. Ja, moin. Oder vielleicht brauche ich so... Vielleicht muss ich den Torpedo dahin schicken. Und dann mit dem Torpedo da... Nee, das geht auch nicht, oder? Habe ich hier denn überhaupt ein Torpedo? Ich habe ja nicht mal ein Torpedo. Boah, ey. Kann ich das Ding hier kaputt machen? Nee. Das geht, glaube ich, nicht. Ich habe hier keine Luft. Und hier sind diese komischen Dinger, die immer runterfallen. Mhm. Ich bin tot. Mann, kann doch nicht sein, dass ich so retarded bin jetzt ohne Witz. Was muss ich machen? Muss ich da einfach ganz stumpf durch? Einfach ganz stumpf? Hui, nö. Oh, ich bin so dumm, Leute. Guck mal, ich muss das Ding hier kaputt machen. Der gibt mir eine Blubbi-Bläschen. Und dieses Blubbi-Bläschen muss ich natürlich nutzen. Aber dieses Blubbi-Bläschen muss ich nutzen, um hier hochzukommen. Oh, also doch da oben lang. Let's go! Blubbi! Okay, keine Ahnung, wie man das normal hinbekommen sollte, aber wir sind weitergekommen. Geil, hat nur eine halbe Stunde gedauert. I love it, I love it. Alter, das ist richtig gut. Jetzt fühle ich mich aber gut. Jetzt fühle ich mich Big Brain 9000, dass ich das hier gerade hinbekommen habe. Natürlich muss ich mit den Blubbis arbeiten, ich Dummelchen. Ich bin so ein Dummelchen. So, und hier ist auch klar, was wir machen müssen. Wir müssen wieder Mr. Torpedo mitnehmen. Und die nutzen, um da hochzukommen. Mr. Torpedo nutzen, um da hochzukommen. Ja, guck mal, Mr. Torpedo lebte sogar noch. Richtig gut. So, wir nehmen nochmal Mr. Torpedo mit, um das Ding hier aufzumachen. Das wird auch richtig... Okay. Das wird auch richtig knorke. Jetzt haben wir wieder eine Blubbel. Aber hier brauchen wir gar keine Blubbel, weil hier haben wir sowieso schon so einen Sprungteil. Okay, okay, I see, I see. So. Ach, hier bräuchten wir die Blubbel. Okay, ist mir aber egal. Wir cheaten ein bisschen. Ist nicht so schlimm. So, der kann gerne mal runterkommen, dann... Oh. Dann kriegen wir hier noch so ein Schlüsselding. Na dann, auf zur Tür. Hallo, Tür. Hier, bitte einmal aufmachen. Ist das... Brauchten wir das überhaupt? Oder ist das jetzt wieder nur ein Shortcut? Ist wahrscheinlich nur ein Shortcut. Bist du nur ein Shortcut? Nein, oh, eine neue Fähigkeit, ihr Moin. Hallo, ich hätte dich gern. Oh, nom nom nom. Oh ja, neue Fähigkeit schmecken immer richtig lecker. Oh, so ein Geisterbaum. Gib mir deine Kraft, Geisterbaum. Jetzt kriegen wir den Wassersprint. Siehst du, wusste ich doch. Wir brauchen irgendwie einen Sprint auf jeden Fall. RB unter Wasser und dann können wir unter Wasser jetzt auch sprinten. Ja, geil. Das mag ich doch sehr. Oh, oh, guck mal, wie schnell ich bin. Ich bin Sonic. Ich bin einfach Speed. Oh, was passiert? Ich wollte doch noch ein bisschen Sonic spielen, bitte. Ach doch, das macht Spaß. Oh, guck mal, wie cool ich auch einfach aus dem Wasser rausspritzen kann hier. Alter, okay, das hat richtig Style.
Das gefällt mir richtig gut. Holy shit. Okay, nice. Wir haben eine neue Fähigkeit. Gut, was wir da mit dieser tollen neuen Fähigkeit machen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen, bin nicht wirklich weit gekommen, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, dass wir hier jetzt ein bisschen weiterspielen. Die nächsten Folgen sollten eventuell ein bisschen mehr Progress schaffen. Ja, ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es wieder weitergeht und tschüss.